Ja, jetzt haben wir doch dann kurz nach 6 und mein Vorschlag ist, wir beginnen dann doch. Also nochmal herzlich willkommen zu unserem ersten Expertenchat, zu unserem Dorf-MOOC, mein Dorf mit anderen Augen sehen. Herzlich willkommen, Ulf Hebel, schöne Grüße nach Freien Seen. Danke, hallo. Ja, hallo. Ich habe noch eine technische Sache. Die Bitte ist, wenn jemand irgendwas von der Akustik her nicht so richtig mitbekommt, bitte ganz kurz was in den Chat reinschreiben, dass wir das vielleicht noch regeln können, ob ich zu laut oder zu leise bin. Wir warten noch auf den anderen Experten, hatte ich ja eben schon angedeutet, auf Christian Freisleben. Ich habe leider auch keine Informationen bekommen. Jetzt ist es so, mein Vorschlag ist, dass wir jetzt einfach mal beginnen. Ja, die Fragen sind ja, möglich, also dass sie hier ins Chatfenster die Fragen an den Uwe Hebel schreibt. Ich würde vielleicht gerne noch mal wissen wollen, wann hat denn das eigentlich alles in Freien Seen angefangen? Also wir haben ja in den Videobeiträgen, haben wir ja sehr viel gehört über den Ansatz, was da so entstanden ist, aber so ganz im Kopf habe ich gar nicht mehr. Wann begann denn eigentlich so diese Grundidee, dass also gesagt worden ist im Freien Seen, also wir müssen jetzt hier was verändern. Was war denn da eigentlich seinerzeit der Auslöser? Also ein Auslöser, den ich sozusagen miterlebt habe, war 1990. Da war die Frage, was ist denn mit den ganzen Kindern, die immer mit dem Bus woanders hingekarrt werden und warum haben wir keine Schule im Dorf? Und da war ja die Geschichte, dass in Hessen so Anfang der 60er Jahre alle Dorfschulen, damals hat man die ja dann etwas diskriminierend Zwergschulen genannt, abgeschafft wurden. Wir haben hier gemerkt, den Kindern geht es dabei nicht gut, wenn sie in irgendwelchen Mittelpunktschulen, Gesamtschulen gekarrt werden. Und da kam, da war ich ganz kurz als Pfarrer hier im Dorf, hatte selber 5 schulpflichtige Kinder, beziehungsweise auch Kindergartenkinder. Und da kam die Frage auf, warum kann sich eigentlich ein Dorf nicht selber helfen? Und eine meiner kleinen Töchter hat damals die Frage gestellt, Papa, kannst du mir erklären, warum es einem erst schlecht sein muss vom Busfahren, ehe man was lernen kann fürs Leben? Und das war sozusagen wie eine Art Initialzündung. Da haben wir gesagt, wir müssen uns um die Kinder kümmern im Dorf, wir müssen uns um die alten Menschen im Dorf kümmern, um die Bauern im Dorf und so weiter. Und das war so Anfang der 90er Jahre. Und da ging ja auch die Frage der Dorferneuerung in Hessen ein bisschen los. Also es hat auch mit eingemischtes Dorf Freien Seen war auch in der Dorferneuerung von 95 bis 2004. Und im Grunde war es die Wahrnehmung der Menschen im Dorf. Und wenn wir da was bessern können, dann müssen wir das wahrscheinlich selber machen. Okay. Ich weiß nicht, wer sich von den Teilnehmenden mal so angeschaut hat, was so beschrieben worden ist über diesen einen Satz im Forum zu dem eigenen Dorf, also oder zu dem Ort, in dem sie leben, in dem die Teilnehmenden leben, sollen sie was schreiben. Also was mir so aufgefallen ist, dass doch die meisten also irgendwie doch sehr auf der einen Seite sehr zufrieden waren, so das schön finden in der Gegend, in der sie dort leben. Und auf der anderen Seite gab es natürlich dann auch viele Problemanzeigen, zum einen in die Richtung, dass eben die Teilnehmer gesagt haben, okay, also sie wünschen sich eben auch, dass also viele Menschen sich engagieren und dass sie ihren Dorf eben ihren Ort weiterbringen. Das fand ich so durchgängig bei doch fast allen, die also gesagt haben, sie möchten auch in diesem MOOC lernen bzw. Anregungen bekommen, wie sie eben Menschen so aktivieren können. Also das war ja auch so ein Moment in Freien Seen, das würde mich nochmal interessieren, was da so, wie das so funktioniert hat eigentlich. Also man kann sagen, also was Sie jetzt auch gerade sagen oder die Teilnehmer schon verlauten ließen, das Feuer brennt von unten. Also wenn die Leute im Dorf selber etwas wollen, dann gibt das Energie. Da darf man nicht darauf warten, dass irgendwelche Programme vom Land oder was weiß ich auf der EU kommen, die uns dann sozusagen helfen. Man muss merken, wo liegt das Engagement und das liegt da, wo die Leute selber Interesse haben. Und das Interesse kommt in der Regel durch Betroffenheit. Und da kommt die Leidenschaft her. Das war bei uns halt damals mit den Kindern, jetzt bei der Dorfschule ist mit den Alten. Und die andere Sache ist, wenn man merkt, da gibt es eine Art Energie, die die Leute zusammenbringt, wie beispielsweise bei uns hier heute die Dorfschule zurück oder so, dass man dann sagt, wie vernetze ich die Menschen? Wie bringe ich die in eine Kommunikation, dass sie sich über die Interessen, die sie selber haben, auch austauschen? Und da gibt es das eine, also ich habe jetzt so pathetisch gesagt, das Feuer brennt von unten.
Und das andere, es wird auch von oben gelöscht, weil es unheimlich viele Vorschriften gibt oder Ablaufvorschriften, irgendwelche Fördermittel, die dann auch alle kontrolliert werden und so. Und ich glaube, dass das eine ist, dass die Leute selber merken, was sie wollen. Wer leben will, der kriegt es hin. Und das zweite, wie kriegen wir das hin im Sinne der Vernetzung? Das heißt, man muss ständig Gruppen bilden, die sich austauschen. Also Vernetzung wird man das heute nennen. Und da glaube ich auch, das muss man vor Ort machen, weil die Betroffenheit von dem Lebensraum vor Ort, wo wir sind, am höchsten ist. Und da kommt auch die größte Energie her. Ja, die Frage jetzt so an die Runde. Wir hatten das so vom Konzept eben auch so gedacht, dass wir jetzt hier nicht zum einen Dialog machen, wir beide, der Ulf Hebel und ich, sondern dass es eben auch die Möglichkeit gibt, dass jetzt die Teilnehmenden, die jetzt in dieser Runde hier sind, dass sie diese Fragen eingeben, die sie an den Experten Ulf Hebel stellen wollen von der Dorfschmiede. Da kommt schon die erste Frage. Ab wann wird spürbar, das wird was mit diesem Projekt? Also es wird spürbar, wenn die Leute sich zusammensetzen und sich austauschen und eine Vision kriegen. Also die Dorfschmiede ist ja insofern, wenn Sie wollen, so eine Art Traum, eine Vision, dass mitten im Dorf wieder ein Begegnungszentrum für alle Menschen, alle Generationen entsteht. In dem Augenblick wird das spürbar, wenn die Leute merken, an diesem Projekt bin ich selber beteiligt, da kann ich auch selber was zu beitragen. Wichtig ist, dass Menschen das Gefühl haben, ich kann dazu was beitragen. Denn ich glaube, Beheimatung im Dorf kommt durch Beteiligung und nicht einfach durch Ansprüche oder irgendwelche Programme. Und spürbar wird es in dem Augenblick, in dem die Leute das Gefühl haben, ich kann mich da einbringen, ich habe Kompetenzen und die werden auch hier gewünscht und genutzt. Hier war noch eine Frage von der Annegret Zander. Wie haben Sie das konkret gemacht? Also das bezog sich, denke ich, vorher auf die Aussage von Ihnen. Ja, wie habe ich das konkret gemacht? Ich war auf dem Kirchentag in Weimar, das ist, glaube ich, 6 Jahre her. Und da gab es eine Debatte mit Henning Scherf und Klaus Dörner und mir darüber, was machen wir mit den vielen Alten. Das war damals schöner gesagt, so ist das denn mit der alternden Gesellschaft? Und da bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, was Henning Scherf gemacht hat, das ist ja eine Alterswohngemeinschaft, die er mit Jugendfreunden geplant hat. Und das gibt es hier im Dorf Vogelsberg nicht. Da planen keine Jugendfreunde ihr Alter, sondern die verdrängen das eher. Und da habe ich gemerkt, da musst du was machen. Und dann ist es so losgegangen, dass ich mir 4 alte Ehepaare aus meiner Straße gesucht habe, die alle schon mal Alter erlebt hatten, an dementen Vater, Mutter und so weiter. Und mit dieser Gruppe habe ich dann sozusagen die Initiative Leben und Sterben, wo ich daheim bin, so heißt ja unsere Philosophie, na, entwickelt kann man nicht sagen, aber nur so aufgegriffen. Und so ist es losgegangen, dass eine kleine Gruppe von 8 alten Leuten, 4 Ehepaaren, sich um die Frage, was heißt Alter in unserem Dorf, in dieser Straße, unterhalten haben. Und daraus kam dann das Projekt. Ja, schönen guten Abend, Christian Freisleben. Ich werde Ihnen gerade mal jetzt hier noch die entsprechenden Rechte geben. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Hallo, guten Abend. Tut mir leid für die Verspätung. Guten Abend. Eins, zwei, drei. Ja, wir sind ja nicht so eine große Runde. Von daher ist mein Vorschlag, ich habe das jetzt auch gerade gemacht, dass ich die Mikrofone aktiviert habe. Das heißt also, wer jetzt noch ein Headset bei der Hand hat, kann ja dann auch hier in diese Runden die Fragen an die beiden Experten stellen. Ja, Christian, Genau. schön, dass du dabei bist. Wir hatten gerade mal so eine kleine Runde gemacht und ich hatte so erzählt, dass ich es so interessant fand bei dieser Vorstellung, beziehungsweise in dem Forum, mein Ort in einem Satz, dass doch die meisten Teilnehmenden des MOOCs hier relativ zufrieden sind mit dem, also mit der Wohnsituation, beziehungsweise mit dem Ort, in dem sie leben. Sie aber Ist mir doch auch aufgefallen. alle, bitte? Ist mir auch aufgefallen, genau. Ja. Also das so beschrieben haben, wo ich so manchmal dachte, okay, das klingt ja fast wie so aus einer Tourismusbroschüre. Das war so das eine. Das andere, was mir so aufgefallen ist, dass ja also doch sehr viele Menschen so großes Interesse haben, mit anderen was zu bewegen. Und das ist ja auch so Sinn und Zweck hier in diesem MOOC. Und du hast ja auch in diesem Einstieg, hast du ja auch verschiedene
Wege so mal aufgezeigt, wie man eigentlich sowas an sowas rangehen kann. Genau. Ja. Ja, jetzt wie gesagt, die Mikrofone sind also jetzt auch offen und aber es besteht natürlich auch nach wie vor die Möglichkeit, einfach in den Chat hineinzuschreiben. Christian, ist dir denn so aufgrund deines Einblicks in den MOOC der ersten 3 Tage, ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, seitdem wir jetzt hier gestartet sind, ist dir schon sowas irgendwie aufgefallen, was du gerne noch in die Runde hier bringen möchtest? Also, was mir extrem gut gefallen hat, war vom Ulf und von dir diese Herangehensweise, diesen Ort ganz bewusst wahrzunehmen, weil das passt ja perfekt auch zu den Impulsen, die es von meiner Seite her gibt, so sozusagen das eigene Dorf, das eigene Grätzl, das eigene Quartier als Raum wahrzunehmen, den ich neu entdecken kann. Also, das ist mir auch aufgefallen in den Diskussionsbeiträgen, dass manche Teilnehmende quasi das erste Mal so wirklich anfangen, noch ein Stück bewusster durch die Gegend zu gehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance, die dieser MOOC bietet, sich gezielt mit dem auseinanderzusetzen, was es bei mir vor Ort gibt und geben könnte. Und eben dann gemeinsam mit anderen, mit Menschen wie dem Ulf, der wirklich hochspannender vorgeht, das auch in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass jemand tut. Also das ist auch was, was mir aufgefallen ist, so dass so schon Fäden erkennbar waren, so für eben dieses bürgschaftliche Engagement, das hinausgeht über ich warte darauf, dass jemand mir sagt, so jetzt braucht es oder so, sondern wirklich so, wo es von mir selber ausgeht und wo Menschen eben gemeinsam, so wie du das vorher gesagt hast, das Bedürfnis haben, etwas zu verändern, und zwar nicht, weil es jetzt irgendeine Regierung sagt, sondern auch zu schauen, okay, wo kann ich mit meinen Themen anknüpfen, wo kann ich selber unternehmen, wo kann ich selber initiativ werden. Okay. Ja, erstmal herzlichen Dank von dir für diese kurze Einschätzung. Wir waren ja gerade stehen geblieben bei dem, was Ulf Hebel so gesagt hat. Da gab es ja noch 2 Fragen, die würde ich jetzt gerne auch nochmal weiter an den Ulf Hebel geben. Und ich habe in dem Chat gelesen, Christian, die Bitte ist, dass du noch etwas lauter sprichst, beziehungsweise dein Mikro vermutlich etwas lauter stellst. Okay. Ich hab's jetzt lauter Ja. gestellt, ich hoffe es besser. Danke. Ja, Ulf Hebel, hier sind ja noch einmal die Frage, wie aus so einem kleinen Kreis so ein größer wird. Also klar, am Anfang gibt es eine Idee, da sind so 2, 3, 4, 5 Leute, die irgendwie eine Erkenntnis haben, aber wie kommt das sozusagen dann weiter in die Welt und wie wird es größer? Das ist so die Frage von der Annegret Zander. Also wir haben das so gemacht, dass wir diese kleine Gruppe, die 8 Leute groß war, die Idee so weit durchdacht haben, wie könnte das sein? Also im Grunde kann man sagen, eine Vision, wie schaffen wir das, dass alte Menschen hier im Dorf bleiben können, wo sie ihren Lebensraum haben und auch leben und sterben, wo sie daheim bis zum Schluss bleiben können. Und haben uns gesagt, diese Idee müssen wir veröffentlichen. Und dann sind wir bei uns in die Dorfschule gegangen und haben einen Abend gemacht, da waren noch über 50 Leute. Und unter diesem Titel, wie ist das eigentlich mit dem Altwerden hier bei uns im Dorf oder mit den alten Menschen im Dorf? Und darüber haben wir dann eine etwas größere Initiativgruppe gebildet und die hat einen Verein gegründet. Und der Verein heißt auch so, Generation Netzwerk Vogelsberg, Nachbarschaftsfamilie e.V. Freien Seen, unter diesem Gedanken, dass die alten Menschen im Dorf bleiben. Und dieser Verein, der hat bisher ungefähr 160 Mitglieder hier im Dorf, dieser Verein ist eigentlich dann der Träger. Und das heißt, man braucht auf der einen Seite so einen Pionier, das wäre ich hier gewesen, dann braucht man Kümmerer, das war die Initiativgruppe, und dann braucht man gewissermaßen Unterstützungssysteme, und da haben wir den Verein gewählt. Ob das das Allerbeste ist, weiß ich nicht, andere Genossenschaften oder so, aber man braucht dann gewissermaßen die Öffentlichkeit, und zwar die in diesem Lebensraum Dorf. Also nicht irgendwie jemand, der in Berlin sagt, ich gebe euch mal 100 Euro oder so, sondern Menschen im Dorf, die sagen, ich habe es verstanden, ich will daran teilhaben im Sinne von Unterstützung und auch im Sinne von jetzt bei der Dorfschmiede mit Eigenleistung, ich beteilige mich daran. Und man braucht diesen größeren Kreis, weil ich glaube, dass Ideen sofort verhungern, wenn sie nicht ein gutes Unterstützungssystem haben. Und das muss aus dem Lebensraum selber kommen, eben hier bei uns aus dem Dorf.
Und das haben wir auch geschafft. Also mittlerweile ist der Verein, wie gesagt, 160 oder 170 Leute stark und ist auch bei der Dorfschmiede der eigentliche Ideenträger, der immer wieder sagt, klappt das jetzt mit dem Dorfladen, der läuft bei uns seit 14 Tagen. Wie ist es dann, wenn wir da einen Kulturraum oder einen Begegnungsraum haben? Also man braucht sozusagen Ideenträger, die vor Ort sind und die sich auch immer wieder treffen und kurzschließen. Ja, möchte ich gerade noch die nächste Frage anschließen vom Chris, vom Martin Erhardt. Gab es Krisen auf dem Weg? Also dauernd. Wie wurden sie bewältigt vor allem? Das ist ja, glaube ich, auch das Spannende. Also wie seid ihr da sozusagen dann aus der Krise herausgekommen? Also ich meine, eine Krise, also wenn Krise jetzt heißt, das ist ein kritischer Punkt, gell? Jetzt nicht, da geht es gleich bergab oder so, da fallen wir durch. Oder? Die erste Krise war natürlich, wie kriegen wir das aus einer kleinen Initiativgruppe, die von ihrer Idee begeistert ist, ins Dorf. Das haben wir halt so gemacht, mit den Möglichkeiten, die wir haben, dass wir sagen, wir haben halt die Dorfschule genutzt und die Vereine und haben die Idee da sozusagen veröffentlicht. Ob dann daraus ein Verein würde, der das trägt, war die erste Krise. Dann haben wir das gemacht und es hat auch geklappt. Die nächste Krise war dann, wie kriegen wir eigentlich, wenn wir auf dieser Idee, wir wollen aus leerstehenden Häusern ein Haus für alte Menschen machen und Begegnungszentrum, wie kriegen wir da eigentlich da finanzielle Mittel, um diese leerstehenden Häuser zu kaufen und dann auszubauen? Und eine der größten Krisen, die ich im Augenblick erlebe, ist, wenn es öffentliche Mittel gibt, dann sind die an so viele bürokratische Wege und Formalitäten gebunden, dass man sehr, sehr lange braucht. Und wenn Ehrenamtliche was machen wollen und das dauert zu lange, dann verlieren die Energie. In dieser Krise sitzen wir bis heute noch drin. Und diese Krise zu bewältigen, geht nicht nur mit Pathos, also hab mal Mut und mach mal weiter, sondern da braucht man Experten, die sagen, wir können dir helfen dabei, dass du meinetwegen hier zu Fördermitteln kommst, dass du das einigermaßen ordentlich abrechnest, dass du die Geschäftsführung nicht alleine als Ehrenamtlicher hinkriegen musst und so. Und im Grunde kann man sagen, es braucht immer wieder die Kümmerer, die sagen, an der Idee halte ich fest und diese Vision betreibe ich und ich suche mir Unterstützer, dann kann man das bewältigen. Krisen gibt es, glaube ich, wenn man sich sozial engagiert, überall. Und die gibt es auch immer wieder. Und jede Krise hat auch was Gutes, weil sie einem nämlich Grenzen aufzeigt. An Grenzen entsteht die Energie des Weitermachens. Wenn man dann erlahmt, ist halt vorbei. Ja, jetzt ist irgendwie der Christian Freisleben rausgeflogen. Da ist er wieder. Christian, irgendwie warst du draußen. So. Na, ich bin alles gut, bin da. Alles gut. Okay, gut. Hello, Jim Oser. Nice to meet you again. Ihr kennt euch irgendwie, ne? Ja. Ja, okay. Ja, Christian Freisleben, du hast ja so in deinem ersten Beitrag, also für den MOOC meine ich jetzt in dem Einstieg, ja so einige Ideen so genannt. Leider haben jetzt noch nicht so viele Teilnehmende, beziehungsweise glaube ich, bis heute Mittag war es noch niemand, der da mal irgendwas ins Forum reingeschrieben hat. Lag das daran, weil das so komplex war, oder hast du noch so andere Ideen, was da vielleicht so die Gründe sind, warum da noch nicht so eine Ja, Rückmeldung kam? ich meine, Oder meinst du, es muss erst mal setzen? also ich denke mal, ein MOOC ist natürlich auch eine etwas ungewöhnliche Form zu lernen und sich auszutauschen. Und wenn dazu eine ungewöhnliche Aufgabenstellung kommt, ist das noch doppelt spannend. Also, wenn wir haben ja hier doch neue Menschen und an diesen, die herinnen sind ja neue Menschen, die vielleicht noch neun andere kennen. Und also alleine, wenn schon mal die neuen Menschen anfangen zu posten, dann wird sich schon was verändern. Also meine Erfahrung mit MOOCs ist, das dauert einfach immer, egal zu welchen Themen, egal mit welchen Aufgabenstellungen, das dauert immer ein bisschen, bis das ins Laufen kommt. Und ja, ein Thema auch ja von meinem Input ist, sich sichtbar zu machen und etwas beizutragen, was übrigens auch so in Bezug auf Entwicklung von meinem Dorf oder auch was der Ulf gesagt hat, ja, ganz eine wesentliche Sache ist, weil wenn niemand weiß, dass es mich gibt und meine Ideen, meine Kraft, dann ist schwer, das, was entsteht. Also bitte an alle, die hier drinnen sind, sich im Forum sichtbar zu machen.
Es hat ja vom Gunther und vom Ulf wunderschöne Anregungen auch dazu gegeben, wie das gehen kann. Dazu kommen meine hoffentlich auch wunderschönen Anregungen. Und es reicht einfach einmal davon, eben zu erzählen, ja, wie ist es bei mir im Dorf, wo sehe ich Punkte, wo ich gern ansetzen würde, wo kenne ich Menschen, die das mit mir gemeinsam machen könnten. Also da gibt es wirklich gute Gelegenheiten, um sich einzubringen. Mag einfach ermutigen, es ist vollkommen unmöglich, was falsch zu machen. Und ja, je mehr Leute was erzählen, desto mehr Lust kriegen die anderen, das auch zu tun. Die Anne Ja. fragt über die Kooperation der Kommunalgemeinde mit Kirchengemeinden und ich nehm an, dass sie das an den Ulf fragt. Ja. Ja, kann ich was zu sagen? Es ist insofern relativ einfach, weil ich in diesem Dorf Pfarrer war, bis zu meinem Ruhestand, jetzt auch hier noch lebe. Und dass die Kooperation zwischen Kommunalgemeinde und Kirchengemeinde eigentlich mindestens bei uns hier in Mittelhessen eine lange Tradition hat. Eigentlich war Kirchengemeinde und Kommunalgemeinde deckungsgleich. Auf jeden Fall bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, da waren die sowieso alle entweder evangelisch oder katholisch. Und das heißt, die Kommunalgemeinde war gewissermaßen von der Geografie her dasselbe wie die Kirchengemeinde. Zur Zeit ist, glaube ich, die Kooperation zwischen Kirchengemeinde und Kommunen insofern hochinteressant und auch günstig, falls Pfarrerinnen und Pfarrer noch vor Ort da sind und ihre soziale Position nutzen. Dass sie sagen, also wenn Pfarrer nicht ein religiöser Akrobat ist, sondern ein sozialer Faktor in einem Dorf, kann er sich ja einbringen. Und er kann auch überall, hat auch offene Türen und so, und kann sagen, diese soziale Position, die nutze ich auch durch meinen Bekanntheitsgrad, um eben den Lebensraum der Kommune wahrzunehmen und dann auch adäquat darzustellen. Bei uns ist es nicht schwer gewesen, weil ich eben hier im Dorf eben Pfarrer war und jetzt auch Pfarrer im Ruhestand bin. Das heißt, mich kennt jeder, ich kenne auch jeden. Und das Interesse, eine Kommune als einen Lebensraum zu verstehen, das muss meines Erachtens eigentlich in der Kirchengemeinde auch so eine Art Vision, Ideologie sein. Und ich glaube, dass in ländlichen Räumen, darum geht es uns ja, dass diese Kooperation, was immer das jetzt auch heißen mag, zwischen Kommunalgemeinde und Kirchengemeinde sehr, sehr eng sein kann und auch sollte. Und Schlüsselfiguren darüber sind natürlich dann Pfarrer und Bürgermeister oder Genau. Ortsvorsteher und Leute, die in Vereinen sind, die sozusagen eine soziale Funktion wahrnehmen. Ja. Da kann ich gerade nur einen kleinen Verweis machen auf unsere nächste Woche. Da ist das ja auch so ein Stück ein Thema. Und bei dem einen, das ist ja ganz in der Nähe von Freien Seen, wir waren in Schotten, Götzen, und da ist es genauso, dass es eben so über so zwei Schlüsselfiguren des Dorfes eben, dass da was initiiert wurde. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen die Fragen weiter abarbeiten. Also oben war noch eine gewesen von Wolfgang, der so fragt, gibt es so eine kritische Masse, wo sowas läuft, damit man also loslegen kann. Ja, an euch beide jetzt. Wer möchte da was zu sagen? Also er schreibt ja hier, dass in seinem Ort wären 650 teilnehmen, also 650 Bewohner, Entschuldigung. Wer mag? Christian, sag du erst mal was, ja. Ja, also das Spannende erstens ist, dass wenn ich eine Idee habe, ja, und man denkt, okay, ich könnte was in meinem Dorf tun, dann ist es ganz oft so, dass es Leute gibt, die ähnlich denken wie ich. Und die spannende Frage ist, wo finde ich die? Also das mit der kritischen Masse, ich würde das jetzt nicht an einer Zahl festmachen, sondern ich bleibe bei dem Thema von vorher an dem Mut. Also erstens mal überhaupt zu erkennen, dass es für mich persönlich ein Thema ist. Und zweitens, dass ich nicht sage, naja, die da oben, die werden das schon machen oder ich kann eh nichts machen, sondern dass ich sage, na, ich will jetzt hier anfangen, etwas zu bewegen. Und einfach einmal zu schauen, wen gibt es bei mir in der Straße, im Dorf, der, die sich mit diesem Thema beschäftigt und der vielleicht ähnlich denkt wie ich. Ja, und da muss ich einfach anfangen, an Orte zu gehen, wo ich Menschen vermute, die so denken und handeln wie ich. Und abgesehen davon kann man sich ja auch sozusagen aus anderen Orten auch Anregungen holen. Also es gibt zum Beispiel ein Magazin, was ich da sehr spannend finde, das nennt sich Oya, Oya, das einfach sehr viel so mit Anregungen bringt, wie man jetzt mit alternativen Lebensweisen vorgehen kann. Aber der Punkt ist, glaube ich, zu schauen,
einfach auch im persönlichen Bekanntenkreis, so an der Arbeit, wenn man in der Pfarre angestückelt ist, also dazu gehört, in der Pfarre oder sonst wo, zu schauen, okay, einfach zu sagen, ich glaube, dass das ein Thema ist, um Menschen einzuladen, sich auch dazu zu äußern, mal einen Artikel zu schreiben oder vielleicht auch eine Diskussionsrunde einzuladen oder einfach zu einem Café einzuladen, Nachbarn zu einem Café einzuladen. Also vielleicht so eine quasi eine Ideen-Tapper-Party. Also Tapper-Party, wisst ihr, das ist das, wo man zusammenkommt und irgendwelches Plastikgeschirr tauscht. Und ich würde es zu einer Idee in Tapper-Party machen und Menschen einladen, weil eben dadurch, dass wir alle an demselben Ort wohnen, ist es sehr wahrscheinlich, dass uns ähnliche Themen beschäftigen, dass wir sagen, warum gibt es hier so wenig Angebote für Jugendliche? Oder warum gibt es nicht eine Initiative für Menschen, die eher alleine sind? Oder wie ist das mit dem Umweltschutz bei uns? Und solche Sachen. Und ja, Mut haben, da anzufangen. Und ja, so meine Erfahrung so mit kleinen Gruppen, die sich dann bilden, die sind oft nicht größer als 3 bis 5 Leute und die dann andere mitziehen. Aber es muss einfach den allerersten Schritt machen. Ja, das ist ja, danke, das ist ja, was auch Ulf Hebel eben sagte. Wollen Sie noch was dazu sagen, Herr Hebel? Ja, ich würde mich gerne da anschließen, dass die kritische Masse auch, was Herr Christian gerade sagt, nicht die Zahl ist, sondern das ist die Menge der Energie, die dahinter steckt. Und ob 3 Leute viel Energie entwickeln oder 200 einfach mitlatschen oder so, das ist nun mal ein Unterschied. Es gibt eine kritische Masse. Die kritische Masse ist aber dann, wenn ich sozusagen alleine bin, dann kann ich aufhören. Denn ich glaube, einer alleine kann nichts bewegen, das können nur Leute, die auch betroffen sind. Und ich glaube, dass es zwei, also man kann jetzt nicht sagen, ein Dorf muss 650 Einwohner haben, dann kann es erst sowas entwickeln oder es muss 800 haben wie unseres, sondern man muss sagen, gibt es Menschen, die von der Idee begeistert sind, wie der Christian das gerade gesagt hat, oder ich würde auch mal sagen, die davon betroffen sind. Bei uns mit der Schule ging es los, weil es im Dorf 50 Familien gab, die alle ihre Kinder durch die mit den Bussen dahin fahren lassen mussten. Und da haben die auf einmal gemerkt, wir haben eine Art Energie, die diese Vision, wohl die Schule wieder zurück auch initiiert haben. Und es gibt, glaube ich, zwei, wie soll ich mal sagen, jetzt nicht kritische Massen, sondern eher nach Energie geladenen Massen. Das sind Kinder. Wo Kinder im Dorf sind, gibt es immer an denen, die sind da sehr viel neugieriger und sehr viel sensibler und wacher als wir Erwachsenen. Die kriegen raus, wo was los ist und was sie wollen, wie beispielsweise Kinderspielplätze oder Schaukeln oder so. Und die andere Gruppe, in der die Energie ist, das sind die rüstigen Rentner, zu denen ich ja jetzt auch vom Lebensalter erzähle. Und wenn man die auf seiner Seite hat, dann weiß man, aha, da ist eine Art Energie, die durch Betroffenheit entstanden ist und das setzen wir auch selber um. Da kommen wir natürlich auch an Grenzen. Wenn es was sich um Millionenbeträge geht, die hat so ein Dorf nicht. Aber die kritische Masse ist nicht so sehr eine Zahl, sondern das ist gewissermaßen die Energie, die Leute in ihre eigene Idee reinsetzen und dann auch umsetzen wollen. Und da glaube ich, dass man sagen muss, es geht nicht so sehr darum, wie viele Leute leben im Dorf oder wie viele Unterstützer gibt es jetzt im Sinne der Statistik, sondern im Sinne der Energie der des Umsetzungswillens. Ja, okay, herzlichen Dank. Wolfgang hat sich auch schon bedankt. Da ist noch eine Frage, die sich auf eben bezog, von Uwe, der so sagte, dass also oder schrieb, dass doch einige nicht so viel Erfahrung haben mit Online-Kursen und dass die Aufgaben doch sehr anspruchsvoll waren. Also ich denke, ja, stimmt, ne? Also, oder Christian, war doch anspruchsvoll, was du da um den Teilnehmenden angeboten hast. Jo, was heißt schon anspruchsvoll? Also, es ist ja eine Einladung zum Andersdenken und zum Bewusstwahrnehmen, weil das, was ihr da vorgeschlagen habt, das ist ja nicht auch nicht ohne und ich finde es gut so. Ich finde es gut so, dass wir eben auf gut Deutsch aus dem Knick kommen und eben erste Schritte gehen. Also, die Geschichte ist ja auch die, dass viele Menschen schon erlebt haben, dass sie mit ihren Ideen scheitern. Dass sie sich in ihrem Dorf einbringen wollen und dann die Erfahrung machen, naja, was willst denn du schon? Und da können wir eh nichts machen, das war ja schon immer so. Und daran nicht zu verzweifeln, das ist so ein Punkt. Und da, glaube ich, ist das Internet ein wichtiges Tool. Und da ist so ein Online-Kurs ein wichtiges Tool, weil ich merke, aha, da gibt es Menschen,
die schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die trotzdem was weitergebracht haben. Und manchmal braucht es nicht nur eine lokale kritische Masse, also so Menschen, die sich lokal organisieren, sondern ich muss mir einfach auch Menschen suchen, denen Ähnliches schon gelungen ist oder die auf ähnlichen Wegen sind und meine Netzwerke ein bisschen weiter sehen und stricken. Also insofern denke ich mir, ist das gut so, dass wir Menschen dazu einladen, anders zu denken, hinauszudenken, über den eigenen Tellerrand drüber zu schauen, also sowohl in meiner eigenen Straße als auch darüber hinaus, um eben sich Anregungen zu holen und Energie zu holen, wieder anzufangen. Weil natürlich ist Veränderung etwas, was Energie braucht, was Zeit braucht. Überhaupt gar keine Frage. Und ja, das geht am besten gemeinsam und dieses Gemeinsam, das kann auch über Gemeinschaften gehen. Also was ich gerade ein persönliches Experiment mache, eh auch im Zuge vom Dorfmuck, ist, es gibt eine Community, die heißt Frag Nebenan. Und das gibt es in Deutschland auch, wo eben Nachbarn gemeinsam Dinge tun und meint, es läuft ein bisschen so, tausch was und mach was und biet was an, aber es entstehen daraus auch eben so Initiativen, so jetzt reicht's, jetzt machen wir miteinander den Spielplatz, der schon lange bei uns geplant ist. Wir gehen jetzt einfach hin, nehmen die Schaufel in die Hand und tun das. Ja. Sowas entsteht auch. Ja. Ja, Also was ich danke. noch einen Satz zu sagen, was Christian gerade sagt, ich bin auch nicht damit zufrieden zu sagen, wir haben in unserem eigenen Dorf als Lebensraum, den wir schätzen und entwickeln wollen, da haben wir alle Energie. Du brauchst in der Tat immer die Unterstützer von anderen. Also ich bin sehr stark vernetzt, ist Greifswald, ist in die Eifel. Das kann ich mir natürlich jetzt leisten als Rentner, dass ich da auch hinfahre zu anderen Gruppen. Aber ich glaube, genau das braucht man auch. Dass man sagt, nicht nur mein eigener Lebensraum ist dran, sondern es gibt Fragestellungen, wie Christian gerade sagt, die sind woanders ja auch so. Was ist denn mit Gegenden, wo keine Kinder mehr geboren werden? Kann man auch nicht sagen, das darf nicht mehr sein oder so. Und dann hört man von anderen Gegenden, von anderen Gruppen, von anderen Initiativen, die auch etwas betreiben. Und ich glaube, diese Vernetzung, nennen wir das heute, die muss auch über den eigenen Lebensraum hinaus sein. Insofern ist das, was ihr hier macht, mit dem Wog schon eine sinnvolle Sache, finde ich. Ja, danke. Also es hat sich ja auch gezeigt in dem Forum, wo es um die Vorstellungsrunde ging. Da haben ja auch sehr viele berichtet, was sie so tun und wo sie so dran sind. Und das waren so ganz unterschiedliche Projekte, die also auch gut laufen oder an die halt die Menschen jetzt durch den MOOC so rangehen wollen. Und ich glaube, das ist dann schon auch wirklich eine super Sache, dass ich dann eben, wie eben schon gesagt, mich dann eben mit denen, die jetzt hier in der Gruppe drin sind, in dem MOOC, dass ich da eben auch Anregungen bekomme, mich vernetzen kann und dann das eine oder andere selbst dann bei mir initiieren kann, beziehungsweise natürlich auch immer lernen kann aus anderen, aus Fehlern anderer, ja. Aber was ich sehr beeindruckend fand, das war ja auch seinerzeit, als wir da in freien Seen waren und gedreht haben, so dieser Spruch, so das Feuer muss von unten brennen. Also es muss wirklich, ja, es muss was da sein, weil sonst funktioniert es nicht. Und ich muss dann halt immer schauen, wo bekomme ich dann die Menschen her, die also dann mit mir da sich auf den Weg machen. Ne? Und Handwerkszeug, glaube ich, das war ja so auch die eine Frage. Also so ein bisschen Handwerkszeug ist ja auch, glaube ich, nicht falsch. Ich muss ja nicht unbedingt jetzt die ganze Statistik hoch und runter für meinen Ort durchmachen, sondern ich kann ja auch sagen, okay, ich nehme mal den einen oder anderen Aspekt heraus, den ich jetzt auch ohne große statistischen Aufwand betreiben kann. Ja, ich wollte mal schauen, gibt es noch so offene Fragen oder möchte jemand noch was eingeben? Und ich erinnere noch mal dran, also die Mikrofone sind von meiner Seite aus freigeschaltet. Also wer ein Headset hat, kann also auch gerne hier in die Runde hineinsprechen. Okay. Geht auch ohne Headset. Jeder ohne Headset, ja. Also da war noch eine Frage von der Annegret Zander, sie schrieb, sie würde gern wissen, wer eigentlich da ist und was denn so in den Dörfern los ist. Ja, finde ich mal ganz interessant zu wissen, weil die Namen, die kann ich jetzt auch nicht so erstmal mit dem in Verbindung bringen, was da so in diesen Vorstellungsforen geschrieben worden ist. Ja, wer mag da mal was reinschreiben bzw. sagen, was bei ihm so los ist? Also ich kann ja was dazu sagen, was in meinem Dorf los ist und was ich in anderen Dörfern wahrnehme. Ich laufe ja nicht nur in freien Seen rum,
sondern in Vogelsberg, wo es ja eine ganze Menge Dörfer gibt, die wie soll ich mal sagen, nach den Recherchen von Instituten ja eigentlich zum Aussterben verdonnert sind, statistisch. Das ärgert mich zwar sehr, wenn es solche Urteile gibt, aber ich kann sagen, bei uns gibt es im Dorf 800 Einwohner. Davon sind diejenigen, die eine bezahlte Arbeit haben, zu drei Viertel weg tagsüber. Die pendeln fast alle ins Rhein-Main-Gebiet, wer Glück hat nach Gießen oder Fulda, die anderen fahren weiter. Und das heißt, jetzt in der Winterzeit sehen diese Menschen ihr Dorf bei Tageslicht nicht, es sei denn am Sonntag. Die sind weg. Und von denen kann ich auch nicht erwarten, dass sie noch abends bei mir, was weiß ich, in eine Arbeitsgruppe machen oder in die Dorfschmiede gehen. Da muss man ehrlicherweise sagen, in den Dörfern gibt es, nachdem die Pendlerei seit den 60er Jahren ja eine Art Lebensgeschick geworden ist, die sind weg. Das muss man auch ehrlicherweise dann so eingestehen. Das andere ist, es gibt viele rüstige Rentner. Wir haben bei uns im Dorf über 200, die alt sind und die sind fast alle rüstig. Die laufen den ganzen Tag frei durchs Dorf, die können sich engagieren und die muss man gewinnen dafür, dass sie sich einbringen. Und dann gibt es, wenn man Glück hat, Kinder. Also wir haben zum Glück hier im Dorf die Schule wieder gegründet und auch zwei Kindergärten, einen im Haus, einen im Wald. Und Kinder sind ein ganz großes Potenzial, jetzt nicht im Sinne von, dass die schon viel arbeiten sollen, sondern dass sie Lebensenergie in die Lebenswelt des Dorfes bringen. Und was schwierig ist, dass die, wie soll ich mal sagen, die uns vertrauten sozialen Faktoren wie Vereine, dass die immer mehr unter Druck geraten. Wir kriegen in Vereinen, wir haben 11, glaube ich, im Dorf, wenn ich es richtig weiß, und wir kriegen immer mehr Schwierigkeiten, kriegen wir die Vorstände zusammen, besonders die Kassierer. Die haben alle Angst vor dem Finanzamt, dass sie einen Fehler machen. Und wie ist diese alte Sozialität, dass Menschen ihr Interesse in Vereinen organisieren, wie ist die noch durchzuhalten? Und da glaube ich, dass das nach diesem alten Muster, wir haben einen Verein, der wird jetzt 100 Jahre alt und der gibt dann, was weiß ich, wenn der älteste Mann 80 wird, da eine Urkunde aus, dass das nicht mehr geht. Es muss sehr viel flexibler, projektbezogener, terminkürzer werden. Diese Flexibilität, die brauchen wir. Und das ist für ein Dorf, das eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Also unser Dorf hatte eine 700-Jahr-Feier vor ein paar Jahren und die immer das gewohnt waren. Es gab Interessengruppen, die sich in Vereinen und sowas organisiert haben, schwer. Das heißt, was Christian vorhin gesagt hat, Veränderung des Lebens, die sein muss, das weiß jeder im Kopf. Aber das will niemand im Bauch sozusagen nachvollziehen, denn Veränderung kostet Energie und im Grunde wollen die Menschen sich nicht verändern. Im Grunde wollen sie eigentlich, dass ihr Leben bleibt, wie es ist. Und jetzt merken wir, das geht nicht. Aber genau diese Energie oder den Mut kann man auch sagen, die Zuversicht, es ändert sich was und das hat einen Sinn und darin können wir leben. Das ist, glaube ich, etwas, was in Zukunft in den Dörfern eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Und da ist halt die Frage, ob wir so eine Art Leitbild, Vision haben. Dorf ist ein liebens- und lebenswerter Raum, in dem ich bleiben will. Und es ist nur sozusagen noch eine Schlafstadt. Und in den Dörfern, die statistisch abnehmen, das hat das Berlin-Institut für die Dörfer in Vogelsberg auch überall beschrieben, glaube ich, dass man nicht das Urteil fällen darf, das wären dann Wüstungen, die müssen halt sterben, weil keine Kinder mehr geboren werden oder so, sondern sie brauchen eine andere Art, das Leben zu gestalten mit den Ressourcen, die sie haben. Und dann kann man nicht mehr sagen, das habe ich jetzt auch gelernt bei dieser Sache, mit Dorferneuerung, Dorfschmiede. Es gibt viele Leute, die Bedenken tragen, die sagen, das geht nicht, weil kein Geld da ist, das geht nicht, weil Kinder fehlen, das geht nicht, weil. Und gegen dieses Urteil, das geht alles nicht, weil, müssen die Dörfer den Gedanken setzen, es ginge doch, wenn. Also das, was Christian vorhin auch schon mal gesagt hat, die Neugierde darauf, eine andere Form des Lebens zu suchen und zu wählen, als die wir bisher gewöhnt sind. Und da glaube ich, dass sich in den Dörfern der nächsten Zeit Wesentliches ändern wird, wenn wir sagen, unser eigenes Interesse, wir wollen hier leben und das ist das mit dem, was du gesagt hast, das Feuer brennt von unten und dafür finden wir Wege. Und da ist dieser Gedanke, den habe ich von dem Schama, so einem Zukunftsforscher, wenn Leute zu dir sagen, das geht in deinem Dorf nicht, weil, dann frag zurück, es ginge doch, wenn. Und vielleicht findest du dann Genossen, die mitmachen, die dann auch sagen, also dieses Interesse trage ich weiter, das nennen wir dann vielleicht Initiativgruppe oder sowas. Und da wird sich Wesentliches ändern, aber ich habe den Eindruck, dass die Leute wieder sagen, wenn ich mein eigenes Dorf als Lebensraum entdecke und mitentwickeln kann, dann bleibe ich auch hier. Ja, die Annegret fragt, können sich Vereine zusammentun? Das ist mir ein wichtiger Aspekt, weil was ich ganz oft wahrnehme, gerade auch im Bildungs- und Gesundheits-Sozialbereich, dass da oft so ein bisschen so Schrebergartentun unterwegs ist. Und ja, es manchmal sogar total wichtig ist, dass
Vereine, die offensichtlich gar nichts zu tun haben, miteinander etwas tun. Also eben, also auf der einen Seite so, das Thema ist ja oft so Nachwuchs. Wie kommen wir als Musikverein zu Nachwuchs? Ja? Und auf der anderen Seite eben, wie können wir vor Ort was verändern? Also wie könnte zum Beispiel eben Musik auch unser Dorf verändern? Und da ist es extrem wichtig, dass ich, wenn ich als Teil von so einem Verein bin, zu sagen, hey, besuchen wir doch mal wen anderen oder laden wir wen anderen ein. Also bewusst Türen aufzumachen, weil genau durch diese Offenheit entstehen dann neue Projekte. Also die Frage, können sich Vereine zusammentun, würde ich beantworten mit einem, sie sollen sich zusammentun, um eben etwas gemeinsam zu bewegen, um an Projekten gemeinsam zu arbeiten. Und genau bei dem kommen ja dann auch wieder Leute zusammen, auch dadurch, dass es eine gewisse Struktur durch die Vereine da ist, genug Energie haben, um das weiterzubringen. Dem Okay, das ist ein wichtiger Faktor. Danke auch an den Uwe für das Erzählen von Dillenburg. Das klingt auch spannend. Und der Martin hat eine Frage und ich glaube, die gehört wieder dem Ulf. Wie das sich mit den Jugendlichen verhält. Genau. Das ist, ja, also ich kann sagen, an der Initiative hier Leben und Sterben, wo ich daheim bin, die Dorfschmiede, was wir dargestellt haben, sind junge Menschen, die jüngere Generation beteiligt. Als wir den Verein gegründet haben, Nachbarschaftsfamilie, Dorfschmiede, Dorfmittelpunkt gründen, kamen auf einmal Jugendliche, die in den jungen Menschen, also Jugendliche heißt jetzt nicht unter 16-Jährige, sondern die von nach der Pubertät bis 40, diese junge Generation. Und die traten auf einmal, wie soll ich mal sagen, scharenweise in den Verein ein. Ich habe gefragt, was wollt ihr denn eigentlich hier? Das geht doch darum, Leben und Sterben, wo ich daheim bin, ist sowas für Alte. Und da haben die gesagt, ja, das ist aber nicht so einfach, denn für die Kinder ist im Dorf gut gesorgt, aber für unsere Großeltern nicht so gut. Und wenn du das machst, dann sind wir daran beteiligt. Das heißt, die haben auf einmal gemerkt, ein Dorf lebt von der, wie soll man sagen, der generationsübergreifenden Idee. Und da sind die Jugendlichen auch dabei. Und sie helfen auch, wenn wir Eigeninitiativen machen müssen, also was weiß ich da, pflastern oder was abreißen oder was streichen oder mauern. Da sind die da mit ihrer Lebensenergie, natürlich nur samstags, die Woche über sind die ja meistens weg, und die engagieren sich auch. Und die sind nicht dagegen oder die sagen auch nicht, das interessiert uns nicht. Wenn sie das Dorf als Lebensraum begreifen, merken sie auch, dass sie dazu was beitragen können. Und ich glaube, dass eine der größten Energiequellen die ist, dass man sagt, ihr lebt hier, ihr seid wichtig, ihr könnt was beitragen und dann ist es auch gut. Da gibt es natürlich auch Fehler. Ich habe beispielsweise, als ich herkam vor 25 Jahren, den Fehler gemacht, dass die Kirchenvorsteher alle sonntags im Gottesdienst da irgendwie was beten sollten oder Lesungen machen. Dann gesagt, nö, du bist ja Pfarrer, dafür wirst du bezahlt, das können wir nicht. Dafür konnten sie aber beispielsweise Nachmittag organisieren mit Senioren. Das heißt, man muss rauskriegen, wer kann was beitragen. Und wenn Jugendliche das Gefühl haben, ich kann was zu der Lebensgemeinschaft beitragen, sind sie begeistert und beleben auch den ganzen Laden. Und da kann ich nur sagen, mindestens bei unserem Beispiel, sowohl beim Waldkindergarten wie auch jetzt bei der Dorfschmiede, sind die Erfahrungen eher gut. Schwierig ist, und das ist ja auch das, was dem ganzen System zugrunde liegt, nehmen wir wirklich wahr, wer hier ist, mit welcher Kompetenz und wo er die einbringen kann. Wenn wir das rauskriegen, ist das wie ein Artpuzzle und das trägt dann. Ja, danke schön. Annegret, du hast dich zu Wort gemeldet. Ja, hallo, könnt ihr mich gut hören? Ja. Okay, ich wollte einwerfen zum Thema Jugendliche. Ich hatte bei der Recherche gefunden, ich glaube, im katholischen Bereich gab es Jugendliche, die sich in Projekten sehr stark interessiert haben. Und dann fingen die Ortsvorsteher an, quasi die Ideen sich selber anzueignen und haben die Ideen geklaut. Mal ganz platt gesagt. Also meine Frage ist, und das reicht eigentlich schon in die nächste Woche hinein, wie ist das dann mit der Teilhabe? Also wie können wir alle Generationen wirklich ernst nehmen und ja, also dass sie wirklich auch ihren eigenen Teil dazu beitragen können? Also der Ideenklau, Annegret, das ist ein hierarchisches Problem. Das sind wir gewöhnt, dass Leute sagen, wenn was gut läuft, dann hole ich mir die Schmuckfedern ab oder so. Das erleben Jugendliche oft. Das erlebe ich in der Kommunalpolitik auch. Wenn irgendwas klappt, dann waren nachher alle daran beteiligt. Wenn was nicht klappt, dann sind die anderen schuld. Und das ist ein, wie soll ich mal sagen,
eine Art Lebenserfahrung, die ich nur in meinem Leben auch x-mal gemacht habe. Und dass man da sagen muss, nee, das darf aber nicht sein, hat keinen Zweck, sondern muss dann sagen, unterstützt die an der Stelle, wo sie was wirklich eingebracht haben. Und das andere, was du ja ansprichst, dass es Leute gibt, die sozusagen, wahrscheinlich sind das ja meistens die Älteren mit ihrer lebenslangen Erfahrung und so, die dann die anderen ablocken. Und da brauchst du wahrscheinlich Unterstützer für die Jugendlichen. Das hört sich jetzt einfach an, ist aber nicht so einfach. Nur ich glaube schon, dass man sagen muss, also dann darf man auch diesen Ideenklau eigentlich nicht zulassen, der aber bei uns gesellschaftlich üblich ist. Das muss man jetzt auch mal kritisch sagen. Okay, danke. Ja. Ja, da ist eine Frage von Frauke, ja, Richtheim im Taunus. Ja. Also wer macht welche Projekte in dieser Größenordnung? Haus des Dorfes. Also ist das so eine Art Dorfgemeinschaftshaus, unterstelle ich dann mal. Frauke, gib nochmal was Warte ein. mal, ich lese das mal gerade, ja. Ja. Nee, ja, da kann ich schon was zu sagen. Die Okay. Frauke sagt ja hier, sie hat eine Vision, ein Haus des Dorfes, was immer das jetzt heißen kann. Und da glaube ich, dass man auch sagen kann, da kann man jetzt nicht sagen, meinetwegen die Dorfschmiede Freien Seen, die wird ja oft als Leuchtturmprojekt dann also von irgendwelchen Leuten da beschrieben. Das kann man kopieren. Das muss jedes Dorf für sich selber entdecken. Das kann sein, wie sie schreibt, das ist ein kleines Dorflädchen mit Kaffeeecke. Also wir haben seit 14 Tagen den Dorfladen eröffnet. Und da gibt es drei Tische und da sitzen jeden Tag Leute, die trinken Kaffee und die quatschen und kaufen auch was ein und die freuen sich des Lebens. Und wie das in einem Dorf ist, das muss man, glaube ich, vor Ort selber entdecken. Das hat vorhin der Christian auch nochmal gesagt. Ich war vor, glaube vor 1 oder 2 Jahren mal in einem Dorf hinter Bad Hersfeld in so einem ganz abgelegenen Tal. Und an dem Abend haben sich Frauen zusammengetan und haben einen Verein gegründet, der hieß Lust am Dorf oder Lust aufs Dorf. Und der Verein, der hatte dann innerhalb von einem Jahr über 100 Mitglieder und dann haben die Spielplätze für ihre drei kleinen Dörfer in dem Tal gebaut und zwar ohne große Förderprogramme, alle selbst. Das war ihre Idee. Und ich glaube, dass jedes Dorf, jeder Ort, jeder Lebensraum diese Idee selber entdecken muss. Und die kann ganz klein sein. Dass jetzt eine Bank ist, wo Rentner sitzen, oder ein Dorflädchen mit Kaffee, oder wie bei uns hier die Dorfschmiede, ist egal. Aber es muss gewissermaßen sozusagen in dem Lebensraum selber entdeckt, von der Energie getragen werden und dann, wie sie auch schreibt, von der Größenordnung her umsetzbar sein. Und meine These heißt, man kann wahrscheinlich nicht durch große Programme etwas von hier nach da versetzen und kopieren. Das muss in dem Lebensraum selber entdeckt werden und die Leute wissen das auch. Ja, danke. Ja, Frau, gib noch was ein. Christian, du hast noch zwei interessante Links noch eingestellt. Wobei zwei, also ich mag der Frauke sagen, das ist wieder ein typisches Beispiel, wo genau diese Art der Informationssuche, wie ich sie angeregt habe, hilfreich ist. Also zum einen mag ich die Frauke dazu motivieren, weil ihr seid 920 Einwohner, Einwohnerinnen, das bedeutet, da gibt es Leute, die eine ähnliche Idee haben wie du. Also das heißt, wirklich ganz mutig mal Zettel aufzuhängen und sagen, ich möchte einen Dorfladen machen, wer mag das auch? Ja? Also ein Aufhänger. Ne? Wirklich hineinspringen und auch zu schauen, vielleicht gibt es schon vor Ort jemanden, der mal sowas sich überlegt hat und angedacht und begonnen hat. Und parallel dazu, also es gibt wirklich ganz viele Projekte mit Dorfläden, mit unterschiedlichsten Motivationen und Ausgangsladen her. Und also das sind jetzt die ersten zwei Links, die ich gefunden habe. Also zu recherchieren und die Ergebnisse auch mit anderen zu teilen, um Mut zu machen und zu zeigen, das geht. Und es gibt wirklich auch so Projekte, wo zwei Leute angefangen haben zu sagen, nein, das kann es nicht sein, dass bei uns jetzt auch der letzte Supermarkt zumacht oder der Regionalversorger zumacht, wir machen uns das selber. Und da gibt es wirklich sehr schöne Beispiele. Wo dann zum Beispiel auch Menschen integriert werden, die älter sind, die keinen Job mehr haben, die behindert unter Anführungszeichen sind, wo Menschen mit Migrationshintergrund Projekte und also
hilfreich ist, dabei sich Unterstützung zu holen von, weil wir vorher das schon gehabt haben, diese Vereine und die zu mittragen, zu machen, weil so ein Laden, der braucht natürlich viel Frequenz. Ja? Also ein Laden, der nicht besucht wird, ist schwierig. Also was ich mir denke, was spannende Kombinationen sind, ist ein Laden, der in Kombination ist, wie zum Beispiel mit einer Bibliothek oder einer kleinen Kaffee-Ecke oder wo es eine sehr einfache Möglichkeit gibt, zu einem günstigen Mittagessen zu kommen. Also das ist was für viele Leute sehr, sehr attraktiv ist und wo ich dann viel aufbauen. Ja, danke Christian. Ich habe leider, ich vermute, anderen ging es auch so, das eine oder andere nicht richtig verstanden. Ja, egal. Ja, ich glaube, klar ist, also es ist nicht, das habt ihr ja schon gesagt, die Experten, also es ist eben nicht so übertragbar. Ich muss immer wirklich schauen, was ist bei mir und wo, mit wem kann ich was bewegen und was zu kopieren ist immer problematisch. Und ich denke, der Anfang wird bei jedem eben auch anders sein. Und das ist, glaube ich, die Kunst zu gucken. Also das hast du ja gerade auch angedeutet, Christian. Also was wäre denn bei uns in unserem Dorf, in dem Fall hier in Bechtheim, was wäre denn da was, wie mit wem zu kombinieren, zu organisieren, um vielleicht in diese Richtung zu gehen, ja? Und ich glaube auch, wenn immer zuerst das Geld so in den Vordergrund kommt, dass das immer dann so ein Hemmschuh auch ist. Also wenn ich mir nochmal überlege, was Ulf Hebel erzählt hat, also was für ein Volumen dieses Projekt Dorfschmiede freien Seen hat, da kann er dann so erstmal wirklich werden. Und trotzdem hat sich ja im Laufe der Jahre dies dann so entwickelt, dass es jetzt dort ist, dass es also sozusagen durchgeführt werden konnte mit verschiedenen Finanzquellen. Und wir haben ja auch eine Einheit, das ist relativ am Ende, wo es also um die Organisationsformen geht. Und da haben wir auch noch so einen Beitrag drin, der das Fundraising sich mal so ein bisschen näher anschaut. Also es gibt ja immer auch verschiedene Möglichkeiten, irgendwelche Gelder zu bekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da eben auch noch Ideen dann in die Runde gibt, die aus diesem Beitrag dann, ich glaube, die fünfte Woche ist das, dass da dann halt noch ein Beitrag kommt, der inhaltlich noch ein paar Aspekte bringt, wie vielleicht eine Finanzierung möglich ist. Also zu dem, was die Frauke da sagt, würde ich mal sagen, das Erste ist, also sie muss sich Leute suchen, so wie mich beispielsweise, sagen, ihr habt das probiert, wie habt ihr das gemacht? Und dass da die Energie, diese Idee weiterzutragen kommt. Das andere, was Christian ja auch sagt, es gibt Unterstützungssysteme. Es gibt beispielsweise einen Verband der Dorfläden, da gehören wir auch dazu. Und der ist bundesweit und der kann sagen, da und da gibt es die und die Erfahrung mit Dorfläden. Und diese Unterstützungssysteme, die gibt es mittlerweile fast überall. Aber der erste Gedanke ist, was du gerade ja auch sagst, wie wird die Idee in Bechtheim sozusagen wie kriegt die so viel Energie, dass sie weitergetragen wird? Und dann gibt es auch die Möglichkeiten der Unterstützung. Es gibt übrigens die Erfahrung, dass in den letzten, ich glaube, 5 Jahren etwa 400 Dorfläden in Deutschland entstanden sind und 80% davon laufen gut. Gunther, darf ich dann kurz erzählen? Ja, Annegret. Zu Fraukes Frage, bei unserer Eröffnung in Hof Geismar-Hümme waren wir ja dort im Generationenbahnhof. Also das ist ein Bahnhofsgebäude, das jetzt im Grunde zu einem Generationenhaus umgebaut wurde, wo ganz viele beteiligt waren und sich auch quasi mit eingekauft haben. Also die Kirchengemeinde hat ihr Gemeindehaus verkauft und aus dem Erlös ging da was rein. Der VDK mietet da jetzt Räumlichkeiten, die VHS ist dort drin. Und die haben da 700.000 Euro zusammengekriegt im Laufe der Zeit. Also so viel hat das gekostet. Die haben sehr, sehr viel in Eigenleistung auch erbracht, 4.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Und die waren eben gut vernetzt. In der Kommune gab es eben jemand, der an den richtigen Stellen sitzt und der dann eben auch wusste, wo gibt es welche Fördergelder. Aber auf diese Weise erstmal würde man sagen, 700.000 Euro, um Gottes Willen, das schafft man nie im Leben. Die haben es geschafft und es ist wunderschön geworden und läuft jetzt hervorragend.
weil eben ganz, ganz viele auch gesagt haben, wir wollen das jetzt hier gemeinsam schaffen. Ja, danke. Da wird jetzt gerade noch was eingegeben. Also es gibt Gelder, schreibt Uwe, im Rahmen der Dorferneuerung. Und es haben sich zwei verabschiedet, gute Zeit. Wolfgang und Tosch haben sich verabschiedet. Ja, das heißt, bitte. Und? Zu dem Uwe, also es gibt Fördermittel Dorferneuerung, ja. Die werden gerade jetzt umgestellt, IKEK heißt das Ding, integrative kommunale Entwicklung, also nicht mehr für ein einzelnes Dorf, sondern für die Kommune. Und da gibt es Unterstützungsmittel und die kann man rauskriegen. Überall gibt es so Regionalvereine, die sind meistens bei Landkreisen oder bei den Landwirtschaftsämtern angesiedelt und da kann man fragen. Es gibt unzählige, wie soll ich mal sagen, Unterstützungs- und Fördermittelprogramme, da muss man fragen, das können die Leute aber auch sagen. Allerdings erlebe ich jetzt bei meinem Beispiel, dass es auch eine Schwierigkeit ist, hoch verbürokratisiert. Also das dauert dann sehr lange und man weiß nicht richtig, was hat man da falsch gemacht und so. Aber da gibt es Fördermittel und Dorferneuerung war ja mal ein Programm, das genau das wollte. Wie entwickelt sich ein Dorf selbst? Und da würde ich also fast aus meiner Erfahrung sagen, anrufen bei den Landwirtschaftsämtern, bei den Regierungspräsidien, die wissen das genau. Und da gibt es viel. Ja. Ja, danke für den Hinweis. Martin Erhardt schreibt noch, ja genau, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, die Runde ist aber ein bisschen kleiner geworden und mein Vorschlag ist, dass wir noch mal gucken, wer hat denn jetzt noch Fragen an unsere beiden Experten, an den Christian Freisleben und Ulf Hebel. Wir haben ja relativ viel Anregungen jetzt auch schon bekommen. Herr Frauke gibt noch mal was ein. Okay. Ja, gut, dann danke. Keine Fragen mehr. Also das heißt, die Runde wird jetzt dann doch kleiner. Okay, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, ist nochmal so die Bitte an die beiden Experten, was gebt ihr uns denn jetzt noch mit auf den Weg, beziehungsweise den Teilnehmern, die jetzt hier noch dabei sind für die nächste Zeit? Herr Marc? Jo. Christian. Was gebe ich mit auf den Weg? Naja, ich habe es eh vorher schon gesagt, bitte ins Forum posten, mit gutem Beispiel vorangehen. Und natürlich auch in unserer Facebook-Gruppe. Und natürlich auf Twitter mit Hashtag Dorfmug. Und ja, in der Nachbarschaft herumfragen, magst du nicht mit uns gemeinsam zum Thema Dorfentwicklung, Dorfladen, was auch immer, gelernen und mit uns beim MOOC einsteigen. Ja, und natürlich auch Anregungen, wie sie von euch gekommen sind, von dir, Gunther, von dir, Ulf und mir, auszuprobieren und das Dorf, die Ecke, in der ich wohne, neu entdecken. Mit neuen Augen und mit neuem Mut sehen und zu beginnen, Veränderung zu leben und umzusetzen. Das ist das, was ich. Ja, danke schön. Und ja, also einen Satz würde ich auch noch dazu sagen. Das, was Christian auch gerade sagt, wie soll ich mal sagen, die Freude am Leben vor Ort. Also man muss ein bisschen Spaß am Leben haben, sonst ist es eh Mist. Aber diese Freude mit anderen zu teilen und dass man sagt, das kriegen wir hin in sehr kleinen, konkreten Dingen vor Ort. Und da habe ich bei Klaus Dörner, glaube ich, habe ich das am deutlichsten gelesen, der sagt, die Energie, Leben zu verändern, ist am größten in der Nachbarschaft, das heißt in der direkten Begegnung im Kontakt. Nicht darin, dass wir riesengroße Programme für alles Mögliche entwickeln, sondern zu sagen, in der Nachbarschaft, das heißt Kontakt, Begegnung, da lebt eigentlich die Energie. Und das, glaube ich, das stimmt auch.
Und jeder Mensch, der seinen Ort wirklich sieht und neu entdeckt und da Menschen, die mit ihm etwas verändern wollen, der ist auf dem richtigen Weg und da wünsche ich ihm auch viel Glück. Ja, danke schön. Mir fehlt gerade zu der Energie ein, aber das ist leider eine negative Energie. Ich habe die Tage irgendwo gelesen oder gehört, dass ja also die Nachbarschaftsstreitigkeiten, die vor Gericht gelangen, dass die also immer größer werden. Und es wäre einfach, finde ich gut, wenn man das irgendwie so umpolen könnte, zu sagen, also die Energie, die ja da ist, die in Kreativität, in was Positives, Gemeinsames für so einen Ort umzusetzen. Also ich rede da auch aufs Das ist ja auch hast ja gesagt, eine negative Energie. Wenn ich mich streite mit dem Nachbarn um einen Acker oder was weiß ich, ein Erbstück oder so, das ist ein bisschen bekloppt. Und ich finde das ja auch nicht so gut, dass es mittlerweile fünfmal so viele Juristen in Deutschland gibt wie Theologen, sondern dass man eher sagen muss, lass uns doch mal auf der Energieseite bleiben im Sinne, ich habe eine Vision. Und wenn du keine Vision mehr zum Leben hast, dann ist es schlecht bestellt. Aber du hast recht, die Streitereien, das ist eine negative Energie. Aber naja, die kann man auch überwinden. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Vision. Ich habe ja Lust an meinem Dorf und will mit Leuten was entwickeln. Am Ende trägt, glaube ich, sozusagen das Vertrauen, die Zuversicht weiter als der Ärger und die Kleinkarriere. Ja, Annegret hat nochmal geschrieben, Nachbarschaft ist meine neue Mission. Ich glaube auch, also das ist so diese kleine Keimzelle, von der dann aus alles weitergeht. So, noch was von Uwe. Ah ja, genau, richtig, ja. Ja, das soll er machen. Soll er ruhig sein. Kommunalpolitiker, das bin ich ja eher mittlerweile bei uns auch, immer wieder sagen, die müssen über Leben nachdenken und Lebensform und nicht nur darüber, wer die Mehrheit hat und das Geld. Genau, das ist toll zu sagen, ja, die Kommunalpolitiker sind ja für ihre Kommune mitverantwortlich, dass die sich mehr mit Dorfentwicklung und Lebensfragen beschäftigen. Finde ich gut. Ja. Also ein Teilnehmer aus unserem Auftakt hier in Großumstadt, der kommt aus dem Odenwald und der ist auch Ortsvorsteher und macht ja auch bei diesem Dorfmuck auch mit. Also der hat es auch erkannt, dass es auch sinnig ist, von der Seite aus da etwas zu bewegen. Ja, Anna bedankt sich auch noch einmal recht herzlich. Der Dank geht zurück. Ja, wenn jetzt keine Eingaben mehr kommen, auch von meiner Seite einen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr heute dabei wart. Natürlich auch danke an die, die sich als Teilnehmende hier eingebracht haben. Nächste Woche, auch um 18 Uhr, gibt es dann wieder den nächsten Expertenchat. Der ist dann mit Martin Erhardt und da geht es dann um die Teilhabe. Dankeschön und alles Gute und wir sehen uns vielleicht auf Facebook oder Twitter oder vielleicht auch nächste Woche dann. Tschüss, Wiedersehen. Einfach dich, ja. Okay. Perfekt.